Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Papierverrückte. Ich bin's, die Christina, und ich möchte heute mit euch Postkarten basteln. Ja, genau, keine Karten, sondern Postkarten. Warum? Das erzähle ich euch nach dem Intro. Ihr Lieben, ich habe mir über Amazon eigentlich aus dem Shop Ideen mit Herz 100 Postkarten zum freien Gestalten bestellt gehabt. Und zwar wollte ich ja eigentlich an Ostern Karten verschicken an euch, weil ich ja auch so viele tolle Moodboard-Karten und so bekommen habe, habe es aber zeitlich nicht geschafft. So, und dann habe ich mir jetzt überlegt, ich werde jetzt für euch Postkarten gestalten, weil das geht für mich einfach ein Ticken schneller. Ich muss nicht noch einen Innentext gestalten und so weiter und so fort, sondern ich muss das nicht eintüten in Umschläge beschriften und so weiter, sondern ich kann das eben ganz schnell auf dieses Projekt hier drauf machen. Die Postkarten verlinke ich euch übrigens unten in meinem Amazon-Shop, wenn ich es noch finde. Aber ich denke, das müsste auf jeden Fall noch zu finden sein. Und genau, also mit denen möchte ich heute, wie gesagt, basteln für euch. Ich brauche, glaube ich, so um die 12 Karten. Und die haben jetzt ein Maß von, also ein ganz normales Standardmaß von 10,5 x 14,8 cm, haben eine Krematur von 300. Das heißt, die sind halt einfach richtig schön fest. Die lappern nicht rum, sondern ich hole mal eine raus. So sieht's aus. Ich hole mal ein paar raus. So. Also so sehen die von hinten aus und hier sind sie eben ganz frei und die sind auch relativ stabil, sodass da nichts passieren kann. Und ja, genau, die werde ich jetzt gestalten und nehme euch da so ein bisschen mit. Ich verrate jetzt nicht, wer welche Karte bekommt. Das ist dann eine Überraschung. Wahrscheinlich habt ihr sie da dann auch schon bekommen, wenn ich das ausstrahle. Ich habe vor längerer Zeit auf der Stempelmesse Süd mir ein Papier gekauft. Das hat hier diese ganz vielen Vergissmeinnicht hier zum Ausschneiden beinhaltet, dieses Papier. Und diese ganzen Vergissmeinnicht habe ich jetzt ausgeschnitten und die möchte ich jetzt hier drauf verwenden. Das heißt, also ich muss auf jeden Fall flach arbeiten, damit sich da nichts verhakt. Und genau, das werde ich jetzt auf jeden Fall mal machen. Und ich hoffe, dass das dann auch wirklich ankommt und da nichts passiert. Wie gesagt, ich werde das ganz flach aufkleben und hoffe, dass es dann durch die Post geht. Aber wir starten jetzt einfach mal und gestalten uns hier mal so Postkarten. Ich würde sagen, wir machen es im Schnelldurchlauf, oder? Ich quatsch da nicht lange. Ihr guckt einfach zu, das ist so ein bisschen so ein Watch-Me-Craft heute. Ich packe jetzt erstmal mein Stempelkissen in Minzmakrone aus. Ha, da war schon nichts, musste erstmal nochmal kräftig drücken, bis die Farbe endlich im Deckel war. Und jetzt fange ich einfach an, so drauf los zu dudeln. Ich weiß nicht, kennt ihr das so während dem Telefonieren? Einfach da so rumzukritzeln und so gestalte ich mir jetzt quasi meine Hintergründe. Ich habe jetzt erstmal bisschen Streifen gemacht, dann habe ich hier jetzt einfach mal so ein bisschen rumgespielt und habe da jetzt einfach mal so den Hintergrund gestaltet und dann mache ich noch Pünktchen drauf und das ist halt eine wahnsinnig schnelle Hintergrundgestaltung und ich mag diesen Aquarelllook total, das Papier saugt richtig schön die Farbe auch auf und es macht richtig Spaß, da einfach so ein bisschen rumzuspielen. Hier mache ich jetzt einfach kleine Herzchen drauf und ich finde es total bezaubert und das geht so wahnsinnig schnell. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schnell ich doch in kürzester Zeit einfach tolle Hintergründe gezaubert habe und natürlich dann mit den ausgeschnittenen Teilen noch aus meinem Designpapier, da war das eine schnelle, wirklich eine sehr, sehr schnelle Sache. Und es hat richtig Spaß gemacht. Und da seht ihr schon, da kommen schon die ersten Teile drauf. Das Papier kann ich euch jetzt leider nicht mehr im Originalzustand zeigen.
Denn ich habe das einfach mal so abends vor mich hin ausgeschnitten. Ich zeige euch gegen Ende nochmal dann den Streifen unten mit dem Label ins Bild. Da könnt ihr dann nochmal gucken, ob ihr das noch irgendwo findet. Keine Ahnung, vielleicht bei Craftelier oder bei Faltkarten oder keine Ahnung, wobei Faltkarten ja, glaube ich, nicht einzelne Designpapiere, sondern nur Blöcke, glaube ich, verkauft. Da müsst ihr einfach mal vielleicht auch einfach nur eingeben. Ja, genau. Und dann habe ich mir das schon mal so ein bisschen zurechtgelegt und jetzt stempel ich hier einmal meinen Stempelspruch auf, nämlich Umarmung aus Papier, weil ihr sollt ja von mir eine kleine Umarmung bekommen für all die schönen Karten, die ihr mir damals zugeschickt habt. Ist ja schon echt eine ganze Weile her. Ich sollte mal wieder ein Moodboard machen. Das ist jetzt irgendwie flach gefallen. Ich hatte eigentlich eins für den Sommer geplant, aber tja, ist halt manchmal so. Ich habe es sogar schon entworfen gehabt, aber dann kam halt einfach immer irgendwie was dazwischen. So, jetzt wird das Ganze einfach nur ganz flach aufgeklebt und da versuche ich wirklich, den Kleber so gut wie es geht einfach am Rand auch außen zu verteilen, weil ich Angst habe, dass sich das dann irgendwie in der Post verkeilen könnte mit irgendwelchen anderen Briefen und das dann irgendwie stecken bleibt und das dann irgendwie die Maschine nicht mehr sortieren kann. Ja, deshalb so viel. Also nicht viel Kleber, aber so weit wie möglich an den Rand kleben. So, und dann habe ich jetzt nochmal gecheckt, ob ich auch das alles so richtig rum aufgelegt habe bei der neuen Runde und habe mir jetzt schon mal meine Motive so ein bisschen hingelegt. Vorhin habe ich ja erstmal nur so drauf los den Hintergrund gestaltet. Jetzt gehe ich da schon einen Ticken planvoller um. Hier sollen es jetzt auch wieder Streifen werden, aber das dann eben nicht vollflächig, sondern einfach nur so im Hintergrund. Gerade diese Ornamente, diese Kreisornamente und Kränze, die wirken natürlich dann auch, wenn da noch ein bisschen Freifläche ist. Dann habe ich natürlich auch mal noch gesprenkelt und auch so generell gesprenkelt nochmal. Und da habe ich jetzt nochmal so einen etwas größeren Kreis gesetzt, weil das soll einfach nur da hinten hin. Und dann natürlich auch noch ein bisschen gesprenkelt. Es soll schon noch ein bisschen Weißfläche dabei sein. Ja, und dann habe ich das quasi auch schon wieder erledigt. Hier habe ich jetzt nochmal so ein bisschen geguckt, wie ich das jetzt drehen kann. Und dann stempel ich mit der gleichen Farbe auch wieder drauf los. Und es ist ja immer derselbe Spruch, ne? Es ist ja immer Umarmung aus Papier. Das geht so wahnsinnig schnell. Im Übrigen habe ich euch in die Infobox unten den Originallink von Ideen mit Herz gesetzt. Ich habe zwar auch einen in meinem Amazon-Shop, da könnt ihr natürlich auch gucken. Das ist allerdings nicht von Ideen mit Herz, das ist nur was Vergleichbares. Und ich habe die Rezensionen gelesen, die ist, glaube ich, nicht ganz so gut. Also entweder ihr bestellt es mal oder ihr guckt eben bei Ideen mit Herz. Ich habe es ja damals über Amazon bestellt gehabt, die sehen auch nicht mehr ganz so aus. Aber ihr bekommt sie auf jeden Fall noch und ich finde das Papier echt richtig gut. Also das hat eine richtig schöne Stärke von einer 300er Grammatur, knickt nicht so schnell, nimmt auch ein bisschen Wasser auf und Kleber haftet auch gut drauf. Was will man mehr? Also, wie gesagt, ich setze euch mal beide Links unten rein und genau, könnt ihr, falls ihr Lust habt, Postkarten zu erstellen, da auch noch mal einkaufen. Wobei ich sehe gerade, ich glaube, das ist von Ideen mit Herz doch das, was ich jetzt hier auch habe. Das ist genau das Identische, bloß man kann es eben nicht mehr über Amazon bestellen. Na super. So, jetzt habe ich mir hier so ein Pünktchenstempel mal noch rausgeholt. Der ist halt so wahnsinnig riesig und so ging es jetzt einfach am schnellsten. Ich habe den jetzt nicht irgendwie aufgebracht, aber ich mag diese unregelmäßigen Pünktchen unheimlich gerne. Und ich habe mich damals total in diesen Stampin' Up! Stempel verliebt, dass ich bei der Demo hier in meinem Ort aufgeschlagen bin. Und ich habe auch nur diesen einen Stempel bestellt. Aber ich musste ihn einfach haben. Ich war so verknallt. Und jetzt benutze ich ihn endlich mal. So, genau, jetzt kommen da auch natürlich wieder meine Vergissmeinnicht hin.
Ich habe halt da so ganz, 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 ganz viele unterschiedliche. Da muss man natürlich schauen, wie die dann zusammenpassen, ist ja klar. Und ja, jetzt stanze ich mir hier noch einen Zackenkreis aus, weil auf den Pünktchen geht halt vieles auch ganz schnell unter. Und so habe ich jetzt einfach noch mal so einen weißen Rand, sage ich jetzt einfach mal. Und dann können die Blüten einfach ein bisschen schöner wieder leuchten. So, und da klebe ich mir jetzt einfach sogar so ein Arrangement zusammen. Und auch oben, nee, da habe ich erstmal gestempelt jetzt, weil ich unten gemerkt habe, dass es irgendwie nicht so ganz hingehauen hat. Da habe ich mir jetzt echt so ein bisschen, kleines bisschen, aber nur ein klitzekleines bisschen eins, bin ich in Schwitzen gekommen. Da schneide ich jetzt einfach dieses Umarmungswörtchen noch einmal aus, weil es hat einfach nicht da drauf gepasst und klebe mir das dann nochmal individuell drauf. Und dann hebt es auch gut. Und dann eben nochmal gut nachkleben, dass alle einzelnen Teilchen dann auch wirklich gut halten und da nichts mehr abgehen kann und sich nichts mehr verhaken kann. Und einzelne Blüten sind natürlich auch immer wahnsinnig schön. Dann ist es auch nicht so voll, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und dann ist diese Postkarte auch schon fertig. Und da habe ich jetzt einfach auch noch mal so ein bisschen das Ganze verkleinert vom Fokus her, indem ich da jetzt oben meine Linien gezogen habe. Ich fand es ein bisschen eigenartig, wenn ich das jetzt einfach nur so in die Luft gehängt hätte und so kann ich das so auf die Streifen drauf kleben nachher und habe mir da dann auch nochmal mit meiner Farbe so ein bisschen den Rand auch noch eingefärbt, sodass das wirklich schön ineinander übergeht und das homogen aussieht. Genau, auch wieder hier gestempelt, Motiv aufgeklebt, wie ihr es eben auch so seht. Und dann ist das ganz schnell gemacht und mit diesen Linien. Und das muss ja auch nicht sauber aussehen. Das darf einfach so, wie es eben kommt, so kommt es. Ne? Ich finde es echt toll. Hier habe ich jetzt mal Strichle gemacht. So ganz, ganz kleine. Also nicht Pünktchen, sondern das so wie so eine Art ja, Regentropfen. Und habe das jetzt einfach hier als Hintergrund genommen und hier noch die Blüten wieder diesmal in die Ecken geklebt. Dann kommt natürlich auch wieder mein Spruch drauf und auch diese Runde ist jetzt fertig. Ja, und weil da irgendwie noch so was Funkelndes fehlt, habe ich jetzt natürlich noch meinen Aquarell Metallic Kasten vom Action genommen und habe jetzt noch überall, aber wirklich auch überall einmal drauf losgesprenkelt, weil es dann doch noch mal ein bisschen mehr funkelt und glitzert. Und ja, ich finde, das harmoniert auch richtig schön. Und auch gerade bei den letzten Karten, habt ihr ja gesehen, ist ja auch so eine Goldumrandung. Und dann ja, gibt das noch mal so eine kleine Leichtigkeit. So, ihr Lieben, ich habe fertig. Ich habe jetzt 12 Postkarten erstellt mit den schönen Vergissmeinnicht. Ich habe übrigens hier das Papier nochmal, diesen Streifen hier nochmal rausgekramt. Das ist von Craft and You Design und ist jetzt hier aus der Serie Lovely Day, die 08. Und designt wurde das von Saneta Navrot. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Aber dadurch, dass es aus Polen kommt und eine polnische Firma ist, hoffe ich, dass das richtig ausgesprochen wurde. So, also das ist nochmal der Streifen. Dieses Papier habe ich verwendet. Hinten war übrigens hier so ein Mandala-Muster drauf. Und guck mal, wie meine Finger jetzt aussehen. Ja, also ich zeige euch nochmal alle. Diejenigen, die eine Karte bekommen haben, diejenigen, die beim letzten Moodboard mitgemacht haben, das müssten 12 Leute sein, die müssten sich jetzt angesprochen fühlen. Schreibt mir doch bitte gerne in die Kommentare, ob eure Postkarte dann auch wirklich tatsächlich angekommen ist. Das ist für mich eine ganz wichtige Information. Darüber würde ich mich freuen. Und jetzt zeige ich euch alle nochmal, also hier diesen Strauß. Sie ähneln sich ja doch schon sehr, aber ich finde, es ist halt einfach auch, ja, es ist ja einfach das gleiche Thema, aber trotzdem immer mit einem anders gestalteten Hintergrund. Und ich finde, das Gold macht es nochmal so ein bisschen aus. Sind eben sehr zarte und pastellige Karten.
sieht man nicht mehr. Ich muss hier wieder drauflegen. Ja, diese Karten, die haben mich jetzt ungefähr ja eine reine Bastelzeit, sage ich mal, von einer guten Stunde haben die mich jetzt Zeit gekostet. Das geht eigentlich relativ schnell. Ich glaube, beim Kartenbasteln wäre ich länger dran gewesen, weil ich ja dann erstmal die Grundkarte hätte falten und zuschneiden müssen, dann das Motiv draufkleben, das Ganze noch im Briefumschlag tun, das Ganze wieder einnässen und zukleben und dann die Adresse und so draufschreiben. Das kostet natürlich wahnsinnig viel Zeit. Ich glaube, das hier geht definitiv schneller. Ich werde jetzt noch alle Adressen hinten draufschreiben und werde das dann morgen zur Post bringen und dann dürfte das ganz schnell bei euch im Briefkasten liegen. Wer sich unsicher ist und Angst hat, dass da doch irgendwie was verhakt, also ich werde definitiv nochmal auf der Post nachfragen, ob ich das auch wirklich so verschicken kann. Es gibt auch so durchsichtige Glassichtfolie, die kann man notfalls auch nochmal drüber kleben. Ich werde es jetzt aber erstmal so lassen und mein Glück versuchen. Briefmarken muss ich sowieso noch kaufen. Da frage ich gleich mal nach, ob das noch so in Ordnung geht. Und ja, ansonsten, wie gesagt, nochmal so eine transparente, selbstklebende Folie drüber kleben, wenn ihr da nicht wisst, ob ihr das jetzt so losschicken könnt, dann ist das Ganze versiegelt und vor allem auch wasserfest. Ihr Lieben, bis zum nächsten Video und danke fürs Zuschauen. Eure Christina.